Die urinfarbige Straßenbahn kommt angerollt. Wir werden hier jetzt einsteigen. So, wir sind hier im Hauptbahnhof. Und wisst ihr, was wir hier machen? Wir werden hier umsteigen. So, wir sind in Dresden-Neustadt angekommen. Und genau, das wollte ich euch Bescheid gesagt haben. Guck mal, fressender Hähnchenfleisch gefunden. Hier. Guck mal, wie die hier rumlaufen. So, ich bin jetzt unter dieser Brücke, wo wir genau hier, in dieser Stelle hier gepennt haben in der Nacht. Und unter dieser Brücke, da haben wir auch schon mal gepennt. Guck mal, die Sonne ist draußen. Ich habe meinen schwarzen Fummel ausgezogen. Und wenn man diese Dinger hier frisst, dann stirbt man. Oder man hat lebenslang Leberschaden. Und wenn man diese Dinger hier frisst, dann stirbt man. Oder man bekommt lebenslang Leberschaden oder wieso. Hier ist schon wieder komisch farbender Hähnchenfleisch, was hier rumläuft. So, wir sind eben gerade falsche Straßenbahn gefahren. Und deswegen sind wir ganz schnell umgestiegen in die entgegengesetzte Richtung. Wir sind gerade von der urinfarbigen Straßenbahn. sind wir rausgelaufen und wir sind jetzt gerade genau hier gelandet. Und guck mal, wen wir hier gefunden haben. Hier vorne ist dieser schwarze Käfer. Der hat bestimmt schon ganz viel Scheiße in sein Leben gefressen. Aber so richtig, das schwöre ich euch drauf. Die hier, die dürfen nicht in meinen Mund reinfliegen oder so. Weil die haben bestimmt richtige Scheißefinger. Und weil die so viel Scheiße hier im Leben gefressen haben. So, wir haben hier einen Rastplatz mit Kopf gefunden. Bierpower! Jawoll. Oh, Junge. Geil. Weißt du nicht, wie viel Kilo sind das ungefähr? Minimum 15 Kilo, Minimum. Okay, Minimum 15 Kilo. Darauf kann man Bierpower machen. So, der Tarp ist aufgespannt. Und diesen versifften Stock hier vorne, der unser Schlafplatz hier hält, den hat Helmut von da unten rausgezogen. So sieht unser Schlafplatz für heute Nacht aus. Und da vorne ist Aussicht. Und ich bin eine richtig widerliche Bazille. So, dunkel ist geworden und ich werde erstmal Käse fressen. Und eben gerade ist etwas passiert. Und zwar hier waren ganz viele, naja, was heißt ganz viele, aber ich würde sagen so zwischen 5 und zehn Leute waren hier. So ein Gruppenleiter mit Kindern und die haben hier Schatzsuche gemacht. Direkt hier unter dieser Ruine. Aber die haben uns vielleicht wahrscheinlich nicht bemerkt, weil wir hier ganz leise hier oben dann waren und Licht ausgemacht haben. Und genau, die haben hier so, keine Ahnung, 20 Minuten, halbe Stunde ungefähr, hier Schatzsuche gemacht. Also so ein Schatzsuchspiel, genau, das haben sie gemacht. Na, die sind jetzt seit ein paar Minuten weg. Und darauf, dass die das gemacht haben, werde ich jetzt gleich Holz sammeln gehen, damit wir hier drauf Feuer machen. Und Helmut kocht Gehirngulasch. Es brennt. Es brennt. Es brennt rum. So, jetzt wird das Essen beschnitten. Das wird richtig reingemacht. So, die Soße ist fertig. Die Nudeln sind auch fertig, beziehungsweise Spaghettis. Und jetzt wird Fleisch gebraten. Jetzt Fressenstart kommt. Guck mal, hier vorne ist eine Raupe.
Und ich habe keine Ahnung, ob das jetzt diese Art von Raupe ist, die hier giftig ist. Du weißt nicht, dass die hier, weil ich lieg ja mit meinem Kopf hier und nicht, dass die hier über meine Nase und sowas rüberläuft und den vergiften tut, beziehungsweise mir Nasenkrebs verursacht. Und deswegen nehme ich diesen Stock und oh ja, die kann spritzen. Ich glaube, das ist eine Giftraupe. Weil hier, der hat Flüssigkeit ausgeschieden. Ich will den einfach nur hier entfernt haben. Genau, hier rüber. So, dass die zumindest über dieses Gitter hier ist. Und guck mal hier. Hier vorne ist eine Giftspinne. Die kann, also gut, die stört mich jetzt nicht so doll, aber die kann trotzdem auch hier runterlaufen und hier in mein Gesicht und in meine Nase reinlaufen und das beißen und da Gift reinpacken. Das ist so, dass ich da vielleicht auch durch diese Spinne hier Nasenkrebs bekommen könnte. Ich bin sehr gespannt drauf, ob das heute noch passieren wird. Aber hier, guck mal, dieser Fleck, das, also diese Raupe, die hat das wirklich abgespritzt. Hier, diese Säure oder was das hier sein soll. Nee, diese Raupe, die gefällt mir, die hat mir überhaupt nicht gefallen. Aber diese Spinne hier, die finde ich cool, die finde ich richtig friedlich. Die, also Spinnen, die sind auf jeden Fall viel netter. Man kann die sogar anfassen. Aber man darf die halt nicht so doll bedrängen, weil sonst laufen die halt in die Nase rein und beißen. Und hier, guck mal, hier ist auch noch ein Käfer. Ich habe keine Ahnung. Oh, scheiße, der ist hier runtergefallen. Ich habe keine Ahnung, ob der hier beißen könnte. Vielleicht kann der hier irgendwann in meiner Nase reinlaufen und das zubeißen. Vielleicht hat der Giftstoffe, damit ich endlich Nasenkrebs bekomme. Guten Morgen. Wir sind wach und es hat ein bisschen geregnet. Und guck mal. Wir müssen gleich hier, wie heißt das nochmal, Sachen packen und dann zur Richtung Bahnhof hinlaufen, weil es dauert nicht mehr lange, bis mein Zug kommt. So, der Tarp ist schon abgebaut. Hier habe ich gepennt. Und, hier hat Helmut gepennt. Und genau, das hier, das ist dieser, wie heißt das nochmal, diese Ruine. Aber bevor wir wirklich losgehen, wird erstmal Steak gebraten, damit wir das zum Frühstück fressen können. Ich hab das Fleisch gewendet. Frühstück ist fertig. So, wir sind hier an dieser Haltestelle angekommen, wo diese ganzen urinfarbigen Straßenbahnen hier rumfahren. Da werden wir gleich einsteigen, da kommt in 2 Minuten unsere Straßenbahn. Unsere urinfarbige Straßenbahn kommt angerollt. Mein Zug kommt hier angerollt. Ich werde da jetzt einsteigen. Ach, guck mal.